Eine Faust ist eine Faust ist eine Faust. Und das sind zwei Fäuste. Tekken 8 steht da hinter mir und das nicht gelogen. Der Hintergrund lügt niemals. Wir spielen Tekken 8. Wir fangen mal an. Ich muss währenddessen eben meinen Stecker hier umsteckern. Ich werde mal euch gleich sagen, wo ich hier spielen kann. Ich muss das hier alles erstmal checken. Also, Community, Zugänglichkeit, Spieldaten. Wie kann ich denn euch meine Infos geben? Kampflaunch, Ranglisten, Spiel, Schnellspiel, Mitspielersuche. Das ist doch eine gute Idee, oder? Sitzung erstellen. So, ich stelle mal eine. Sitzungsname. Monster Lounge. Oh. Nein. Gebiet? Alle. Sprache? Alle. Verbindungsqualität? Bei mir darf jeder rein. Vor allen Dingen die, die Lag haben. Die haben dann halt leider gelitten. Wer Lag hat, hat gelitten. Zwei Spieler, ich weiß nicht, was das ist. Ach so, Rückkampf. Nee. Maximale Teilnehmeranzahl. 17. Und 8. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Crossplay aktiviert. Erstellen. So, Leute. Während das Ding jetzt erstellt wird, gehe ich kurz mal auf die Toilette. Ihr findet das hier, alle Infos. Und ich weiß nicht, könnt ihr jetzt einfach dazukommen? Okay, ich hoffe, ihr könnt einfach dazukommen. Wir sehen uns gleich wieder hier. Bis dann. Oh, da kommen schon die Ersten. Sehr gut. Was, geht schon los? Okay. Geht scheinbar los. Ich wollte eigentlich aufs Klo. Ich habe keinen Passcode. Ich habe ein Turnier aufgemacht. Okay, ich sehe schon. Das ist alles falsch, ne? Schade. Endlich. Was habt ihr denn mit dem Typen gemacht? Der war ein FBI, nicht FBI, aber so ein Polizeikorps, so wie Jackie Chan in dieser Dingsreihe oder in vielen seiner Filme natürlich. Warum hat denn der plötzlich einen Cyberanzug an und so ein... Was ist denn hier passiert? Und was ist mit ihm passiert? Naja gut, mir soll's recht sein. Alter! Die Moves sind alle auch ganz anders, merke ich gerade. Okay, gut, ist egal. Ist jetzt so. Ich hätte aber doch Jin lieber nehmen sollen, glaube ich. Oh, weg mit dem Ding. Alter! Ja. Okay, Terrormann. Alter, hast du gesehen, wie ich aber auch meinen Move gemacht habe? Nur, du warst irgendwie schneller. Ey. L1 muss weg hier. Ah. Warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich schon mal anfangen. Die Musik, ey. Das ist wirklich kaum zu ertragen. Ey, jetzt kannst du mich aber mal. Shit. Was der drauf hat, ey. Ganz andere Moves, als ich kenne. Das ist nicht mein Lee. Ich finde die Mucke gut. Okay. Ihr habt recht. Ich habe aber nur keinen Musikgeschmack. Ey, Entschuldigung, ich habe das gerade wieder gemacht. Ich versuche fair zu kämpfen. Okay, die Mucke ist ganz gut. Auf das Maul. Jetzt gibt es auf dein Maul. Auf dein Maul. Auf dein Maul. Es gibt auf dein Maul.
Links, rechts, oben, unten, mir doch egal. Es gibt aufs Maul, Maul, Maul. Der offizielle Tekken-Song. Also hier, Terrormann, das war nicht schlecht, das war ganz nett. Hat mir Spaß gemacht. War jetzt natürlich ein bisschen, alles ein bisschen chaotisch. Aber ich sehe schon, da kommen die anderen. Jeder kriegt was, jeder darf bei mir einmal artistische Hochleistungen vollführen. Ich werde die heute alle benutzen. Ich rede von Lai. Lee ist ein Adoptivsohn von Heihachi. Okay. Aber wo ist genau? Das ist er dann wirklich nicht, ne? Wo ist denn dann Lai? Wollt ihr mich verarschen? Law ist doch auch da. Ihr habt doch nicht Lai einfach wegrationalisiert. Das kann ich nicht glauben. Was? Jetzt habe ich Brian genommen. Get ready for the next battle. Ja, ich sag ja, ne? Lai ist nicht dabei. Die Spinnen. Die Spinnen. Lai rauszunehmen ist eine große Frechheit. Wieder mal enttäuscht. Keine Sau, den spielt. Deine Mutter spielt keiner. Nee, das kannst du nicht machen. Keiner spielt den. Ich spiele den. Bin ich keiner? Alter, was für Wellen, oder? Geil. Ah, Mann, das muss aufhören. Oh, shit, da hat er gut geblockt noch. Ey, L1, ich drücke immer L1. Ah, der kann das ganz gut hier, der Hagi, zumindest. Jetzt ist er auch noch Devil Kazuya. Ah, das hat so lang gebraucht, der Tritt gerade. Shit. Scheiße. Ah. Eddie ist auch DLC. Ja, das ist ja auch richtig. Eddie und Huang sind ja auch keine ernstzunehmenden Charaktere. Warum hat er ihn nicht automatisch jetzt umgerammt? Das müsste doch eigentlich... Jetzt habe ich ihn. Nein! Nicht schlecht. Dreimal zerstört. Ja, das war nicht schlecht. Muss ich denn jetzt eigentlich warten und den anderen zugucken? Wenn ich jetzt verloren habe oder so? Oder wie läuft das? Ja, ist tatsächlich so. Das ist ja traurig. Da muss ich ja jetzt voll warten. Kann ich nicht woanders hingehen? Kann ich nicht hier weitermachen? Ja, so, ich bin jetzt in der neuen. Ist nicht böse gemeint, aber so kann ich schneller euch ein bisschen was zeigen und ihr wollt ja am Ende gegen mich auf die Fresse geben. Und das Gute ist aber, dass ja hier trotzdem Matches stattfinden. Also ihr könnt wunderbar jetzt zukommen, ein bisschen zocken gegen die Leute, die was können und ab und zu könnt ihr mir mal eine Watsche geben. So, aber jetzt nehme ich jetzt auch mal Jin. Jetzt spiele ich hier, wer ist er? Devil Jin? Ey, es macht mich wirklich traurig mit Lai. Macht mich echt traurig. Aber ich bin auch ein bisschen glücklich, dass er nicht zu diesem komischen Cyberpunk-Rocker wurde. Er hat auch schon wieder so eine unnötige Narbe. Ja. Wow. Cool. Ja, was hast du. Was für ein. War das ein Kettenraucher-Training? Was genau war das für ein Training? So, Achtung, ich muss dazu sagen, jetzt bin ich schon deutlich besser, ne, als eben. Ich habe gehofft, dass du einen Fehler machst. Was war denn das? Oh, ist ja schon Mortal Kombat-Style hier. Ey,
Komm, lass doch mal einen aufstehen. Das muss doch nicht sein. Ah, komm, du dämlicher Juggle-Schnaggel. Ach, immer diese... Ah, komm jetzt her. Ja, ja, jetzt packt er die Kombos aus. Da hat er mich eben am Anfang noch schön irgendwie gewinnen lassen, damit es nicht so peinlich aussieht. Aber was er nicht weiß ist, dass ich ja immer bekanntermaßen erst in der zweiten Runde richtig loslege. Wenn ich meine Mütze rumdrehe, wenn ich meine Biker-Cap umdrehe, dann wisst ihr, jetzt ist die Maschine gestartet. Hör jetzt auf! Es reicht jetzt mit dem Siegen! Over the top, ne? Genau, da will ich hin. Ja, ich kann auch unten in die Hocke gehen. Okay, das nicht schnell. Ah, komm jetzt. Ey, du kannst da mal wenigstens eine Chance geben. Das muss doch nicht so sein. Ich juggle dich doch auch nicht, weil ich das nicht kann. Also kannst du es doch bitte auch nicht machen. Also der ist natürlich jetzt der Raven hier, ne? Der Knut, der ist ein bisschen besser als ich. Aber der versucht wahrscheinlich parallel noch den Chat zu lesen. Das ist sein Fehler. Und deswegen wird er verlieren, weil er zu narzisstisch ist. Ah! Was? Ich habe ja wohl gerade voll zuerst gehauen. Jetzt ärgert er sich, weil er denkt, fuck, er hat recht, er hat mich durchschaut, ich bin ein Chat-Egomane. Habe ich gewonnen? Nein, wer hat denn gewonnen? Verloren? Ich weiß es nicht mehr. Wer hat denn jetzt? Ich habe nur noch Panflöten in Erinnerung. Okay, ich habe scheinen gewonnen zu haben, aber er war schon der Bessere. Knut war eindeutig der Bessere. Ich hasse Tekken. Ich liebe es, ich hasse es. Oh, es tut mir leid, jetzt bei A, in der A-Riege ist jetzt irgendjemand ganz alleine. Ihr könnt euch auch aufeinander aufteilen. Weil, wenn ich verliere, gehe ich direkt wieder in 1. Du hast gewonnen, indem du ihn durch Vorwürfe mürbe gemacht hast. Ja, so habe ich auch mein Abi bekommen. Okay, Jin ist halt schon lustig, den würde ich gerne mehr nehmen, aber ich kriege die Moves auch nicht so richtig hin. Also ist es eh egal. Nicht schon wieder Brian. Nein, ich will ihn nicht. Oh, na gut, egal. Der Countdown ist so nervig. Tekken ist eine Hassliebe. Also Knut im Chat. Ja, ja, also diese Juggle-Kombos, diese Dinger waren schon gut. Ich habe da noch nicht so den Rhythmus drauf. Au! Hör mal auf mit L1 jetzt hier. Ich muss das ausschalten irgendwie. Shit, die Entfernung war sehr optimistisch abgeschätzt. Ich hab doch Konter geblockt. Der Kontergrabsch, es hat nicht geklappt. Okay, der ist hart. Der Dude hier, der Lynx. Lynx, schreib mir doch mal gerade in Chat. Hattest du damals einen Atari Lynx oder warum heißt du so? Schreib mir mal deine ganze Biografie bitte. Jetzt. Ich hasse Lynx. Hat zu Recht nicht funktioniert, die Nummer. Fight.
ich muss eindeutig den Charakter wechseln. Das ist ja unangenehm. Ja, ja, komm, jetzt wegdrücken die Scheiße. Wegdrücken die Scheiße! Ich will den nicht mehr sehen. So, neue Gruppe. Mephisto. Guter Name, passend. Oh. Jin und Brian sind S-Tier. Ich weiß nicht. Also Brian finde ich schon ein bisschen weird. Der hat jetzt nicht so viel geliefert, aber das, ich kenne die Moves ja auch nicht. Devil Jin. Ach, das ist der mit seinem Lasergedönse, ne? 6, 5, 4, 3, 2. Okay, dann nehmen wir halt dann doch Jin. Aber ich würde eigentlich gerne mal die anderen auch mal ausprobieren. Da sind schon einige dabei, die ich noch von früher kenne. Law ist natürlich auch immer geil. Vor allen Dingen mit seinem, hier, dieser 360-Kick. Der ist ja, glaube ich, damals nur XO gewesen. Den konntest du halt zweimal hintereinander. Ganz fies. Okay. Round 1. Fight. Okay, Mephisto. Oh, das war ein Konter, oder was? Ich habe doch auch geschlagen. Ah, au, au. Mann, ich, warum drücke ich immer L1? Ich sehe es doch. Ich will eigentlich nach links drücken. Ich mache es auch, aber drücke irgendwie noch L1 aus Panik. Weil die Klaue. Nächstes Mal weniger labern und direkt hauen. Wie wär's denn mal damit? Ist ja kein Anime hier. Ah, okay, Mephisto. Mann! Oh, dieses Juggeln geht mir so auf die Nüsse. Es ist einfach, nimmt die ganze Scheißdynamik aus dem Spiel. Aber ja, ich weiß, gehört dazu, aber ich hab's nie gemocht. Es sieht auch dumm aus. Okay, jetzt mache ich hier die Scheiße an. Ich werde trotzdem verlieren, aber das hat ja überhaupt keine Chance mehr. Ich kriege ja nichts gebacken. Ach, die Fresse jetzt. Diese dummen Sprüche immer. Oh Gott, ey, Tekken ist so ein Hort von Vollidioten. Nur noch raus hier aus dieser Gruppe. Raus aus dieser Gruppe. Raus hier. Schnell, irgendwo anders hin hier. Doom Minoto, hoffentlich hast du es gerade erst bekommen und an Weihnachten ausgepackt und seitdem nicht angefasst. Ich mag euch gerade überhaupt nicht mehr. Diese ganze Nummer war eine scheiß Idee und ich möchte hier nicht mehr sein. Ich muss jetzt mal gewinnen. Get ready for the next battle. So, ist er auch drin? Oh, Dominator, ey. Oh, Paris? Round one. Fight. Warum hat er das jetzt gekontert? Ich habe doch auch einen Move, ein Recht auf Bewegung. Bewegungsfreiheit. Das ist natürlich klar, dass das am Anfang auch nur die Leute besitzen und mitspielen können, die halt, die das können und wollen. Ich hätte mal irgendwie beim, weiß ich nicht, sobald der Karstadt mal wieder irgendwie was ganz günstig anbietet, für ein paar Euro, dann muss ich zugreifen. Dann sind die ganzen Noobs da, nicht am Anfang.
デビルの力だ Round 3 Ne, und dann macht er diesen Shit. Ja, komm, ey, mit einem kleinen Scheiß-Move extra noch. Mit diesem kleinen dummen Punch, ey. Wirklich. So ein Punch hast du verdient. So einen kleinen dummen Punch. Es ist so. Es ist genau so. Berserk ist jetzt meine letzte Hoffnung. Oh, Tekken. Es ist wirklich, es ist wie immer. Du hast alleine ein bisschen Spaß. Du guckst irgendwie diese Story an. Ist ganz lustig. Aber ey, du gehst online und du bist einfach sofort mit Schwitzern zusammen. Die es halt auch einfach viel besser können. Völlig zu Recht. Aber halt trotzdem möchtest du, dass die gerne verprügelt werden von jemandem, der dir danach ein Video schickt, wie sie verprügelt werden. Und dann würde es wieder okay, dann würde es diese Schmach wieder so ein bisschen wettmachen. Jetzt können mich alle mal am Arsch lecken. Jetzt wird mal schön Huang dumm rumgebuttonmashed. Das habt ihr jetzt davon. Hättet ihr auch mal ruhig den Simon gewinnen lassen können. Aber nee, wollt ihr nicht. Ich wollte ja unbedingt zeigen, wenn ihr dran seid, dass ihr es besser könnt. Ja, schön, da habt ihr jetzt davon. Dafür spiele ich jetzt die ganze Zeit Huang. Was hast du jetzt davon? Und ich bin nicht auf deiner Couch, wo du sagen kannst, nee, du nimmst aber nicht Eddie und Huang. Ich nehme ihn einfach. I fucking don't care. Jetzt bist du jetzt rausgegangen, oder was? Das verstehe ich. Get ready for the next battle. Ach, verdammt. Verdammter Huggy. Alter, der eine bringt seinen Krokomantel, der andere sein Motorrad mit. Was sind das hier für eine... Ja, oh, unberechenbare Kicks. Scheiße. Ja, ne? Ist nämlich richtig scheiße. Nein, ich mach hier die gemeinen Sachen. Nein, hör auf mit der Taktik und dem Ganzen. Nein! Ah! Ja. Nicht mal das klappt. Ich hab so keinen Bock mehr. So einfach keinen Bock mehr. Alter, hör auf. Es ist alles so schlimm. Einfach immer dasselbe. Wenn es einmal klappt, macht man einfach immer dasselbe. Ah, ich hab doch auch... Ob ich ihn kriege? Also man kann irgendwie durch den Angriff der anderen jetzt auch angreifen.
und verliert dann aber irgendwie was, aber riskiert halt was und kann dann aber treffen. Irgendwas ist dieser Konter-Move. Ja, 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 klar, jetzt kannst du nicht auf dir sitzen lassen, jetzt natürlich. Da wird natürlich jetzt jeder sagen, ah, nee, du hast den zweimal gewinnen lassen. Jetzt musst du natürlich am Ende nochmal zeigen, dass du es besser kannst. Ah. Erinnere mich dran, dass ich deiner Mutter sage, dass ich eure Stromrechnung nicht weiter bezahle. Ich hab's einfach genug, ich hab's satt. Auch deine ganzen, du hast so eine scheiß Wasserrechnung, wenn du immer in der Dusche masturbierst dir den ganzen Tag. Deine Mutter hat gesagt, das geht so nicht weiter. Und ich hab auch gesagt, nee, ich muss da jetzt mal, der spielt den ganzen Tag nur Techno und masturbiert, sagt deine Mutter immer. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ja okay, der hat ja sonst nichts. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Tut mir leid. Oh, ich habe so keinen Bock mehr. Ich muss mal gerade ein bisschen, kurz ein bisschen kotzen gehen. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Ihr wollt Simon auf die Fresse hauen, kommt in die Lobby. Was ist denn das schon wieder für ein Text, der da von Hogan angeheftet wurde im Chat? Ist doch, der Text müsste doch sein, ihr wollt von Simon auf die Fresse gehauen bekommen. Dann traut euch in die Lobby. Na ja, gut, ich mache eine neue Lobby auf, bleibt bei Lead 1337 als Passwort. Ich habe gerade überlegt, wie ich es nenne, aber dann dachte ich mir, okay, komm, ist egal. So, Mon. Wie kann ich das jedes Mal wieder vergessen? Ich weiß es auch nicht, Simon. Frag doch mal jemand anderen. Ich bin du. Also, jetzt bin ich wieder da. Nur aber richtig, Simon, nicht zurückhalten und mehr blocken. Ey, ich habe wirklich null Ahnung. Ich habe das doch alles komplett vergessen, Leute. Das ist doch alles Quatsch. Ich habe doch keine Ahnung dazu. Was soll ich denn sagen? Es ist Tekken. Das habe ich vor 20 Jahren gespielt. Da war ich wer? Tekken Tag Tournament. Das war meine Zeit. Da habe ich dann mit dem Lai und dem Jin habe ich zusammen auf jeden Fall gute Kombos machen können. Aber ab da ging es nur noch bergab und ich habe die Tekkens eigentlich nicht mehr gespielt. Ich habe sie halt mal angespielt und so, aber nicht gespielt. Ist der Server jetzt quasi... Ah, da kommt der Erste, sehr gut. Ist doch alles wie immer. Na, weiß nicht, ob das so stimmt. Also ich war... Natürlich kann sein, aber da hat sich ja über die verschiedenen Teile auch so viel geändert schon wieder, dass man schon easy mal rauskommen kann. Ey, Lore sieht so peinlich aus. Kannst du nicht mal, hast du nicht andere Klamotten? Bist du sicher, dass du genug Sachen an deinem Gürtel hängen hast, Lore? Das klimpert noch nicht genug. Get ready for the next battle. Wo kann man diesen Stuhl kaufen? Der Stuhlsong ist auf, unter Mon. Bei Spotify. Zusammen mit den anderen Songs. Okay, so. Ich versuche mal direkt die nervigen Fuß-Moves. Die sind aber auch ein bisschen anders. Ah. Ah, da, okay. Ah, wieso hat er mich in der Luftzug erwischt? Mehr blocken, ja. Ey, okay, hier sind die Angriffe meistens mit... Ach, komm. Ja, komm, jetzt ist es aber auch gut. Ey, es ist halt, man... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier auch nur mit Leuten gespielt wird, die halt auch gar nicht einem eine Chance geben wollen. Tekken-Talent 100 habe ich. 100 und er hat 7000. Oh,
Alter, es geht so gar nicht voran, ey. Ah, ich renn direkt rein. Doch nicht. Alter, das war jetzt aber reines Glück. Mmh. Mmh. Wird gar nichts. Ja klar, einmal nach links drücken oder nach rechts in dem Fall. Es sind diese scheiß zusammengewurstelten Kombos. Halt mit dem scheiß Stuhl, ey. Alter. Schon Arcade Quest gespielt, da werden sehr viele wichtige Grundlagen schön beigebracht, welche Rückkehrer gut helfen. Ja, ich glaube nicht, dass ich so lange spielen werde, dass das noch Sinn ergibt, wenn ich jetzt alte Sachen auffrische. Ich bin einfach zu alt, es ist vorbei. Man muss es einfach so sehen. Tekken ist was für Leute, die sehr viel Zeit haben und vor allen Dingen irgendwie vielleicht noch jünger sind und mehr Reaktions- oder auch vielleicht die letzten 20 Jahre mehr Tekken gespielt haben. So. Dasselbe gilt für Mortal Kombat, für Street Fighter. Ich höre das ja von Leuten in meinem Alter immer, ne? Dass es eigentlich so, keiner spielt die Sachen mehr, weil sie halt so wahnsinnig anstrengend sind gegen andere. Und die es machen, spielen dann eigentlich nur eine Sache. Also so Leute wie Sia oder so, ne? Die schaffen es tatsächlich, ganz viel Beat'em Up zu spielen. Aber wie gesagt, es ist überhaupt nichts für mich. Ich glaube, er versucht mir ein bisschen was beizubringen. Devil Tamer. Hat ja auch Tekken-Talent 61.000. Ja, ganz sicher. Mann! Spielen wir heute noch was anderes, aber ganz sicher, das garantiere ich dir, dass wir das nicht ewig spielen. Ah, warum? Irgendwie, dieses Kampfsystem wurde ja gesagt, soll ich in Arcade mir mal angucken. Aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Da hat sich irgendwas geändert, wo ich mir nicht sicher bin, ob das so. Ob ich das schon irgendwie ganz verstehe. Wie ich diese Konter-Moves mache. Also, da kommt es wahrscheinlich auch wieder aufs Timing an, ne? Diese Moves nerven mich so sehr. Ja, ich weiß, dass du das kannst. Ich kenne das Timing aber nicht. Ah, diese Devil-Nummer, ey. Super nervig, wenn der seinen Laser auspackt. Ja, das hat er mich jetzt gewinnen lassen. Damit er noch länger spielen kann. Yeah.
Warum macht er denn den Move nicht? Ja, klar, ich weiß natürlich, dass du den normalerweise blocken kannst. Okay. Aber das einzig Schöne ist, dass ich euch immerhin eine Plattform bieten kann, wo ihr mit Gleichgesinnten auch mal kämpfen könnt. Wenn es schon nicht gegen mich ist. Aber zumindest auf Augenhöhe mit den anderen Leuten, die hier spielen. Ja, Mann. Ja, ich nehme irgendeinen. Ist eh wurscht. Nämlich wieder Victor, weil es so schön war. Get ready for the next battle. Hundert. Kriegt man das am Anfang geschenkt? Ist auch ein neues Profilbild, ne? Also ich meine, Nina hat ja normalerweise ein anderes, aber das kann man sich wahrscheinlich freispielen und dann kann man das da anzeigen lassen, um gleich mal zu zeigen, wer hier den Drip hat. Also leichte Ruckler sind da schon, ne? Manchmal. Ja. Wir haben doch Avengers zu Hause. Nein! Na, das meine ich. Ne? Man kommt sich immer so vorgeführt vor. Sie lassen sich immer erst umhauen und dann zeigen sie aber, dass sie es deutlich besser können. Und dann steht man dann so da, wie der Vollidiot. Und die freuen sich noch. Ich hab auch gedrückt! Die in silence. Alter! Ach komm, ey! Immer dieser Bullshit! Aber interessant, dass sie Energie zurückkriegt für die Schläge, die sie bei mir macht, ne? War ein guter Trade, würde ich sagen. Ja, das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Da muss natürlich dreimal gewonnen werden. Nein, nein, wir gönnen dem Simon keinen kleinen Sieg. Nein, 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 nein. Tut mir leid, mein Ego ist mir wichtiger. Ich muss das doch später noch Leuten zeigen. Okay. Gut für dich. Ich hasse dich nie wieder. Lass uns das bitte nie wieder machen. Enigma. Sie ist ein Rätsel. Ist es ein Mann oder eine Frau? Man kann nur rätseln. Es könnte beides sein. Oh, ich hasse dieses Spiel.
Ich hasse es einfach so sehr. Ich hasse es so sehr. Ah. Ah. Tekken Power 100. Das klingt doch mal selbst. Das klingt doch mal vielversprechend. Alter, die wäre auch gerne in Mortal Kombat. Ah. Ja, klar. Ist natürlich klar. Hier, das zum Beispiel. Wo ist denn dieser Wirbelkick, der noch am Boden weitergeht? Ich finde den nicht. Ich suche so viele Moves. Er hat doch diesen Uppercut, diesen abtauchenden Uppercut, mit dem er dann jemanden umhaut. Den hat er nochmal in so einer Wirbelvariante. Ich verstehe nicht genau, wo die alle sind, die Moves, die ich so erinnere. Haben die sich so viel verändert in den letzten Jahren? Da, der müsste doch eigentlich diesen Uppercut jetzt machen. Und wie gesagt, wo ist dieser Wirbelkick? Nein, 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 kann ich das auch? Zu spät. Ah. Ah, ich blocke. Hilft nicht mehr. Ah, die Moves, die ich meine, sind bei Kazuya. Das erklärt's ein bisschen. Ey, warum haben die diese mehreren Charaktere? Das ist doch bescheuert. Das ist doch derselbe. Dann macht doch einen neuen dafür. Ihr müsst doch nicht dreimal denselben machen. Heihachi, Kazuya und Jin. Aber ist gut zu wissen, danke. Ja. Ich hasse diese Person so sehr. Knut wieder. Nein. Nein. Na, jetzt komm schon, Knut. Komm, gönn dir. Wag dich. Du kriegst die Knute von mir. Hast du die Tekken-Serie gesehen? Nein. Ich halte von Tekken als Story wirklich, also absolut gar nichts. Das ist nämlich böse gemeint. Ich halte wirklich einfach nichts davon. Ich lache darüber, dass es nicht. Ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann auch Street Fighter nicht ernst nehmen, Mortal Kombat nicht ernst nehmen. Ich weiß ja, wie diese Spiele entstanden sind. Soul Calibur, das ist alles Toshinden, Blaze Blue, das ist alles Crap, was die Story angeht, weil es halt um den Kampf geht. Wie sonst willst du auch erklären, dass sich 10 talentierte Leute treffen, um sich auf die Fresse zu hauen, bis einer übrig bleibt? Das ist doch alles Quatsch. Okay. Jack war einfach die ganze Zeit ein Koffer. Alter. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Na, immerhin geht der. Nur nicht bei Jack, ne? Hätte ich vielleicht nicht ankündigen müssen. Patz, patz. Und nochmal. Ja, ich hasse diese Kombo. Außer wenn ich sie selbst mache. Oh. Ah.
So sieht's nämlich aus, wenn ich Kazuya nehme. Alter, ich würde sagen, wir hauen beide ab, oder? Wie wär's denn mal damit? Das ist eine gute Idee, hier jetzt wegzugehen. Ich hab doch gesagt, ein Meteor ist kein geeigneter Platz. Danke, Knut. Du hast würdig gekämpft, aber du bist halt eindeutig nicht meine Klasse. Du bist, ich bin in der 8D und du bist sowas wie 6C, vielleicht B. Direkt super arrogant, ne? Also einmal gegen jemanden gewonnen, gegen den ich vorher zweimal verloren habe. Ah. Da steckt immer noch die Technik von Tekken 1 im Spiel. Ja, das stimmt, ne? 30 Jahre lang her. 30 Jahre wirklich so alt? Krass, ja. Tekken 1, PlayStation 1, kam direkt bei Launch raus. Da war ich noch richtig, richtig, richtig gut im Videospielen. Get ready for the next battle. So, ich werde auch mal die Kostüme wechseln. Ja, keine Sorge, aber... Na endlich, Vater gegen Sohn. Gegen Opa. Der kommt danach dran. Na, komm. Na, komm. Wie lame von mir. Ah. Nein. Ups, wack. Nicht so viel auf einmal. Immer nur einen Schlag, bitte. Ich bin noch alt. Ah. Ob ich ihn kriege? Nein. Das ist einfach ein dummer Move, um ihn so in so einer Situation zu machen. Wer wirft eigentlich den Vulkan? Wen in den Vulkan? Nein. Die Frage, der Vulkan wirft Jin in Heihachi. Das ist mal ein völliger Twist, hat keiner erwartet, aber das macht sie auch so spannend. Das macht die Story von Tekken ja so gut. Ja, du kannst diesen Move, okay? Ein Move, okay? Den gebe ich dir. Was bist denn du, ey? Eine Anleitung. Dafür kriegst du dieselbe Scheiße jetzt immer wieder. Das ist nicht erlaubt, mich hier so vorzuführen. Na, scheinbar doch. Das kriegt keine Favoritenkampfwiederholung von mir. Oh nein, Stuminator. Nein, wir nehmen Ando. Ando. Calrissian, weiß nicht. Ando Calnixian. Kann nix. Ando Calnixian. Nee, Knut kommt hinterher. Ja gut, Ando, selbst Pech gehabt, ne? So kann's gehen. Als ich gegen Matteo Halo gespielt habe, ja, da war ich auch wütend, aber nicht so. Bei Matteo habe ich auch echtes Respekt, rechten Respekt vor seinem Skill, so. Aber, ja... Die Zeiten sind sowas von vorbei, wo ich mir noch irgendwie vormachen konnte, irgendwas zu können. Die Zeiten sind längst vorbei. Heute muss ich das auf andere Ebenen rüber retten. Kennt ja jeder von euch, ne? Bei der einen Sache kann man nichts mehr. Dann musst du plötzlich ein Top-Angler werden. Oder immer die besten Hosen anhaben. Oder ein tolles Auto fahren. So, jetzt komm.
Warum sieht denn der so scheiße aus, Alter? Was ist das für eine... Ich würde mich so schämen, mit so einem Charakter zu spielen, Knut. Das ist doch unangenehm. Guck dir das doch mal an. Ah. Merkt ihr, Knut ist jetzt sauer, dass ich ihn besiegt habe und will es mir jetzt nochmal zeigen. Aber ist okay, ist völlig zu Recht. Falsch. Ja, klar. Warum mache ich es denn auch? Warum macht er es? Nein! Nein, er hat wirklich gewartet, die dumme Plunze, ey. Mann! Oh, ich hasse dieses Spiel, ey, und seine Leute. Was? Warum? Was war denn das jetzt schon wieder? Ich hab doch geschlagen, sogar getroffen. Mann! Nein! Das war der falsche Move! Der Typ hat gegen mich gerade gewonnen. Ich bleib jetzt mal dabei. Aber ich krieg trotzdem die Moves nicht hin, die ich eigentlich machen will. Den Uppercut kriege ich kaum hin. Und die Combo, die ich mal konnte, kriege ich auch nicht mehr hin. Get ready for the next battle. Ja, ey, wir haben Leon S. Kennedy zu Hause. Auf gar keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Ich hab doch geblockt! Wie kann denn sein, dass der... Wenn ich eine Richtung blocke, dass der mich in beiden Moves trifft. Er kämpft unten, oben. Warum trifft er mich denn dann? Wenn ich links blocke, das kann doch euer fucking Ernst sein. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Ich raff's einfach nicht. Warum hat er mich getroffen, obwohl ich geblockt habe? Es gibt doch, gibt's drei Blockrichtungen? Oder ich meine, also gibt's drei Blockhöhen? Nein, oder? Es gibt doch nur unten und oben. Ich raff's nicht. Do it! Do it!
Es gibt Mitte? Aber wie blocke ich denn dann oben? Ne, jetzt ist eine ernsthafte Frage. Okay, ist irgendeine andere Combo oder was, die ich jetzt noch nicht kenne? Ja, gut. Mann, ich bin ein Teufel, Mann. Siehst du das nicht? Ich hab Flügel. Mach mal was Geiles. Mann. Okay. Also mit den Blocken kriege ich jetzt unterschiedliche Aussagen. High und Mids werden im Stehen geblockt. Manchmal muss man dafür nach hinten gedrückt halten. Für Lows muss man sich ducken. Also der blockt automatisch? Ich... Echt? Also da hat sich entweder sehr viel geändert oder ich habe wirklich schon länger nicht mehr Tekken so richtig gespielt oder es zumindest mich nicht mal damit vertraut gemacht. Ah, ich habe doch auch dagegen gedrückt. Alter, ich möchte, dass du danach auf dem Weg draußen von der so einer Eiskratzmaschine überfahren wirst mit einem beschissenen Motorrad. Ja, proletenmäßig. Verpiss dich nach Resident Schniesel, du blöder Lackaffen-Fatzke. Ich hasse dieses Spiel. Pfünni. Gucken wir mal, was du kannst. Ei, jeder kriegt auf den Rabatz von mir. Und am Ende lieg ich. Steve! So, Pfünni, jetzt bin ich mal gespannt. Tekken Power 8000. Naja. Ist ja nur 84 mal so viel wie ich hab. Fair. Der hat sich an der Michael Jackson Garderobe bedient. Ihr hättest mal was geben können, die hat nicht mal Schuhe. Sowas kenne ich am Hauptbahnhof, habe ich das schon gesehen. Naja, gut, da kann ich ja nur gewinnen. Kannst du auch mal irgendeinen Move? Kannst du nur ausweichen? Der kann wirklich nur ausweichen. Der kann wirklich mit X, macht er einfach nur diesen Move. Ist doch kein Fortnite. Dich krieg ich. Fight.
Oh shit! Ich. Jedes Mal. Warum bringt denn dann das Ausweichen nix? Das ist wirklich unfassbar aggressiv machen. Dieses Spiel, wenn du dann ständig gegen Leute spielst, die halt einfach das Spiel so beherrschen und dich so vorführen und du die ganze Zeit nur auf die Fresse kriegst. Lasst euch das eine Lehre sein, wenn ihr das kauft, ohne die letzten 30 Jahre lang den ganzen Tag Tekken gespielt zu haben. Übertrieben, aber im Grunde ist es das. Dann spart's euch. Weil es einfach keinen Spaß macht online. Also dann müsst ihr schon Singleplayer spielen oder auf Leute mit Leuten, auf die ihr auch rauswerfen könnt aus der Wohnung, wenn die euch auf den Sack gehen, wenn die zu oft gewinnen. Dann könnt ihr es machen. Aber was ihr nicht machen solltet, ist das Kaufen mit der Hoffnung, dann lerne ich online, dann habe ich online aber richtig Spaß. Nein, Spaß ist spätestens seit dem Online-Multiplayer-Modus nicht mehr in keinem Prügelspiel mehr. Oh. Eieiei. Get ready for the next battle. Das ist interessant, ne? Die werden auch immer älter gemacht. Also, er zum Beispiel ist sowohl muskulöser geworden, aber eben auch deutlich älter als früher, ne? Habe ich das Gefühl. Früher gab es noch nicht die Texturen so detailliert. Wahrscheinlich liegt es daran. Nein! Ah! Ich hab doch... Na, willst du nochmal versuchen? Scheiße, okay, verdammt! Ah! Ah, das ist immer das, was mich dann nervt, wenn die Leute dann so, okay, so ich werde jetzt mega ehrgeizig, jetzt muss ich aber wirklich nur noch alle Kombos machen, darf nie verlieren, auf gar keinen Fall nicht möglich, Spiel zu sehr mit Persönlichkeit vernetzt. Ja, dann viel Spaß damit. El Siggi. So. So, wen nehme ich denn jetzt? Irgendwen, wo es mir... Oh, Leo. Warum nicht? Ein Jungspund. Wie frisch von Final Fantasy. Get ready for the next battle. Du. Diese Musik, ey.
komisch, ne? Die teilweise ist da so ein bisschen Verzögerung. Man sieht es ja unten rechts auch. Ah ja, das war ein guter Moment, um das zu benutzen. Ich hab doch geblockt. Kann man den dann nicht blocken? Aber die anderen haben ihn doch auch schon geblockt. Okay, den kann man blocken, okay. Aber dann verstehe ich nicht, was da schon wieder schiefgelaufen ist. Oh, lass doch mal einmal. Wo hast du das gerade hingeschossen? Eieiei, aus der Reihe lame Finishing-Sprüche. Dich mache ich fertig! Das wird ein harter Schlag aus der Reihe von den Machern von Dich mache ich fertig kommt nun der neue Finisher-Spruch. Du hast mir nichts entgegenzusetzen. Ach Gott, ich hasse es zu verlieren. Lasst mich umsprechen. Ich hasse nicht Tekken, ich hasse es nur zu verlieren. Oh, warum mache ich das? Der Chat hat schon 100% richtig erkannt, was in meinem Innern abgeht. Das Problem ist, ich bin leider auch auf die jetzt hier mitspielen, bin ich leider als Zuschauer angewiesen, weshalb ich nicht ehrlich sein darf, sondern sagen muss, Mensch, das ist aber cool, dass ihr das so gut könnt. Ich freue mich aber für euch. Habt das gut gemacht. Gut für euch. Gut für euch. Passt nur auf, dass ihr nicht irgendwo die Treppe runterfällt oder euch ein Bus überfährt. Das würde mich echt ärgern. Da hoffe ich wirklich, dass da nichts passiert. Get ready for the next battle. Time to take out the trash. Entschuldigung, ich hab's ausgestellt. Ah. Das tut so richtig weh. Das ist mein Lieblingsbein. Ach, ich geb's auf, ey. Warum mache ich das denn? Warum mache ich das denn? Ah!
Oh! Mann! Was soll das denn? Warum macht der Typ nichts? Er kann Wing Chun oder was? Das ist. Ah, ja, okay. In Mortal Kombat hätte er jetzt einfach so ein faustgroßes Stück Fleisch quasi einmal um die Erde gehauen. Und dann wäre es dem Typ, dem es gehört, ins Gesicht geflogen und hätte ihn getötet. Sie können mich buchen. Oh, danke, dass du mich gewinnen lässt, Draken King. Danke, dass du extra schlecht spielst. Jetzt kriege ich kein einziges Bein mehr auf dem Boden. Wartet mal ab. Jetzt habe ich sein Ego geweckt. Aber er hat ja einen 20 Sekunden Delay. Also muss ich ihn in den nächsten 20 Sekunden einfach nur schnell erlegen. Ah. Au. Okay, er hat's gehört. Au. Nein. Ich habe geblockt. Warum hat das nicht funktioniert? Oh, jetzt hole ich mir wieder ein bisschen Energie. Jetzt wird es doch nochmal spannend. Ja, Mann. Draken King versteht, wie man ein Match gegen einen Amateur spannend macht. Danke. Endlich mal. Ja, jetzt kannst du ruhig gewinnen. Wir wussten es alle. Oh. Okay, ich nehme mal Jack. Das ist auch eine gute Idee. Den probiere ich auch mal. Wie oben sich alle schon so breit gemacht haben. Weil hier kriegst du einfach kostenlose Punkte von mir. Restriker. Phyni hatten wir auch schon. Dann nehmen wir doch Restriker nochmal. Okay, dafür nehme ich jetzt mal Jack. Simon muss erst nur die ersten. Nee, muss nur die ersten 20 Stunden spielen, dann wird das Spiel so richtig gut. Es ist ja leider gut, aber es ist eins von diesen Spielen, wo man online keinen Spaß hat. Bei mir hat es aufgehört, als Halo 2 rauskam. Mit Online-Modus. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, ich habe gar nicht die Muße und den Skill, um mich da so mega rein zu. Moment, Jack meintet ihr, ne? Egal. Nehmen wir erstmal Lars. Lars sieht so lappenmäßig aus. Okay, wir nehmen Jack als nächstes. Ihr meint Jack 8, ne? King nehme ich und Jack als nächstes. Get ready for the next battle. Ja, ist gut, Ryu. Rocker Ryu. Nein, ist ja klar, es sind natürlich die Skins. Ich finde die ja auch geil. Ich finde die ja lustig. Aber es ist schon. Eigentlich Intellectual Property. Das sind die Pokémons von anderen Marken. Nein! Ich krieg ihn! Ich krieg ihn, weil Rücken. Lars, Erik, aufs Maulsen! Ist das hier? Lars, Erik, aufs Maulsen. Kommt immer erst in der zweiten Runde. Das wissen wir doch. Seit seinem großen Kampf. Gegen das Übergewicht. Hört's auf. Das ist wirklich das Mindeste, dass du mich jetzt mal hier gewinnen lässt. Nachdem ich dir so eine Plattform geboten habe. Oh,
Oh, falsch gemacht. Falsches Scheiß-Timing. Oh. Der war gut. Der hat mir gefallen. Oh, ich, wirklich, das sind die Sachen, die mich am meisten, ne? Du musst dann immer dabei zugucken und es ist so nervig. Aber gehört halt dazu, ne? Aber es macht keinen Spaß, macht null Freude, wenn du schon siehst, okay, es ist vorbei, ich muss gar nichts mehr machen. Ey, wie oft willst du das noch machen? Mann, jetzt komm! Er hat sich einfach vorgenommen, sich den immer zu geben, weil er weiß, er kann mich am Ende eh killen. Mann! Ja, das sind auch die Screenshots, die er bei seinem Only-Feed immer verschickt, aber guckt keiner an, keine Abos, aber er macht's halt so gerne. Okay, ich bin definitiv an einem Punkt, wo der Spaß doch sehr hart zu erkämpfen ist. Da wenigstens kann ich nochmal kämpfen gegen Professor Bumsus. Das ist wenigstens mal ein Intellektueller. Der hat wenigstens ein bisschen was auf dem Kasten. Da bin ich mir sicher, da wird nicht nur gekämpft. Ich habe fast schon ein bisschen Blasen, weil ich hier so immer so reibe an diesem Controller, an der unteren rauen Controllerseite. Ach stimmt, ich wollte Jack oder King. Ja, mache ich auch gleich noch. Ja, ja, ist gut. Midlife Crisis Law. Mann, kannst du auch noch irgendwas anderes? Nee, der kann nur den einen Move. Ja, ich kann die Combo auch, wenn ich YouTube anmache und den richtigen Link finde. Ach Gott, ey. Fight.
Weißt du, du könntest allein schon aus artistischen Gründen, damit ich das mal zeigen kann, wie der Move aussieht, mich diesen Move machen lassen. So, was denn jetzt? Okay, danke. Aber das ist der falsche. Ich wollte den anderen. Den wollte ich. Ah, der ist genauso. Ah, nee, das ist der Biss. Okay, komm, ja. Jetzt kannst du mich wieder umbringen. Danke. Kann der auch irgendwas? Der kann ja wirklich nichts, ne? Der kann ja überhaupt keine richtigen Moves hier. Ein Move kann er. Den. Okay, ich probier's jetzt mal. Ah, ist eh vorbei. Okay. Ja, danke. Danke, Professor Bumsus. Aber ich habe hier wirklich beschissenen Charakter genommen. Das müssen wir noch. Dann machen wir ein Rematch. Wenn es überhaupt geht. Nee, geht wieder nicht, weil jetzt die nächsten drankommen. Okay, Bumsus, das war nicht schlecht. Danke. Aber ich muss dann doch woanders hin. Oh, geht nochmal? Okay, super. Ja, dann machen wir das doch einfach. Du musst noch bestätigen, falls du noch willst. Genau, okay, cool. Oh. Okay, jetzt nehmen wir... Wer ist der? Wen wolltet ihr? Jack... Paul oder... Mann, wo ist der denn? Zur Not nämlich King. Wo ist denn Jack? Welcher von denen? Raven? Nee. Jack. Der hat doch im Grunde dasselbe Moveset wie der Panda, oder? Ähnlich, ne? Ja, denke ich auch. Er bringt halt einfach einen Stahlträger mit, so hier. Das ist irgendwie Steffen, mein Stahlträger. Eine Railgun? Es ist wirklich immer mehr Mortal Kombat. Ich kann mich noch erinnern, als es bei Tekken am Anfang gesagt wurde immer, als mehr Markenzeichen, dass es halt realistischer ist. Weil es keine Spezialsachen gibt, keine Waffen und so, keine Magie. Es gab nur diese farbigen Blitze. Und mittlerweile haben sie Railguns in der Arena. Ah, ich muss mal das machen, damit ich mal hier ein paar Moves lerne. Das ist ein Power Crush. Ah, okay. Das sind die ganzen Dinger. Es ist halt wirklich einfacher so, aber ich mach's aus. Man muss sie halt auswendig lernen. Das ist so ein bisschen. Man kann sie dann trotzdem nicht so schnell auslösen. Okay, bist du noch da? Ich krieg halt keinen einzigen Move hin bei ihm, weil irgendwie gefühlt da nicht so viel kommt. Gut ist der für mich, für meinen Spielstil auf jeden Fall eher nicht. Okay, ich weiß nicht genau, was er mir zeigen will dadurch.
Kann der noch irgendwas außer treten? Irgendeinen schnellen Move? Irgendwas mit seiner Mechanik machen? So ein 63 Grad Wirbler oder so? Ach, okay. Boah, okay, ich habe wirklich keine Lust mehr. Es sieht für mich aus wie ein Spiel, für das ich zu alt geworden bin. Es sieht auch aus wie ein Spiel, bei dem ich irgendwie nicht mehr so recht weiß, warum man das dann überhaupt noch spielt, außer wenn man halt einen Buddy zu Hause hat, so. Ich lasse das nochmal gerade ein, nehme ich nochmal. Mal gucken, ob da jemand noch... Der ist neu. Also, es ist wirklich was für Leute, die halt schon die anderen 7 Teile zu Hause haben und irgendwie auch Bock haben, vielleicht gegen Leute zu spielen, die halt ähnlich Fans sind wie sie. Für Leute, die da so reingucken wollen oder mal bei irgendeinem günstigen Einkauf dann dabei sind oder so. Nee, das hatten wir ja schon. Für die ist es nicht unbedingt das Richtige, würde ich jetzt sagen. Okay, das war, wie ich finde, doch eine sehr schöne, dicke Runde. Ich hatte natürlich jetzt nicht vor, 4,5 Stunden lang Tekken zu spielen, aber erst die Kämpfe gegen euch und dann die Story haben mich doch bei der Stange gehalten, muss ich sagen. Es hat schon Bock gemacht. Da ist mir gar nicht bange um die Zukunft von Tekken 8. Ich muss allerdings halt auch sagen, es ist wirklich so, wie ich meinte, auch wenn man es gerne hätte, man kann online nahezu nur auf die Fresse kriegen, sofern man... Ja, also man kann halt auch nicht auf die Fresse kriegen, wenn man viel geübt hat, wenn man das seit 10 Jahren spielt oder wenn man sich mit einem Charakter mal richtig beschäftigt. Das müsst ihr natürlich wissen, da kann man sich einarbeiten, aber einfach mal so locker ein bisschen ballern, ein bisschen rumhauen, wird nicht passieren. Dafür habt ihr dann die Story und die ganzen anderen Modi, von denen ja auch hier nochmal einige sind. Arcade Quest ist ja auch noch da, mit dir als Hauptcharakter ins Spiel heilen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Der wird alles ein bisschen beigebracht. Und es gibt Tekkenball auch noch. Ich weiß nicht, was Tekkenball ist, aber man hat wirklich eine Menge Kram. Da kann man sich echt nicht beschweren. Okay, Leute, das war's. Wenn ihr das gerne weiter zu Ende sehen wollt, die Story, dann schreibt das doch jetzt mal in die Kommentare. Da kann ich mich ein bisschen dran orientieren. Ist auch relevant, würde ich mal sagen, dass das irgendjemand auch mal guckt. Dann lohnt sich's, aber es geht ja nicht mehr lang. Und eigentlich ist es auch schön anzusehen und dann habe ich das Spiel durch. Aber das ist natürlich nur der Anfang von Tekken, die einzelne Story. Das machst du nur, damit du warm wirst. Das wisst ihr aber selbst. Werdet warm mit mir und abonniert meine beiden Kanäle, Montalk und den jetzt, auf dem ihr seid, den Mon Official. Und kommt mal gerne bei Twitch vorbei. Seid einer von den 1000 Leuten, die auch heute hier live dabei waren. Und lasst euch von mir woanders hin raiden. Das wird ein Abenteuer. Ihr wisst nie, wo es hingeht. Um die Uhrzeit wahrscheinlich immer zu Denzel. Der ist immer der Einzige, der noch da ist um die Uhrzeit. Ja. Viel habe ich nicht zu sagen. Das war es jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Herzi da, ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Lasst irgendwas da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil der großen Tekken 8 Story wieder. Bis dann. Tschüss. Ich bin der Besen. Du der Boden. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!